Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu ExoSockte Sims 4. Und ich hoffe natürlich auf der einen und vor allen Dingen auf der anderen Art und Weise familienadäquat. Wow, wie ihr seht, sind wir hier beim Geheimlabor. Lange Story war eigentlich davor gewesen. Irgendwie war denn alles gewesen, muss ich echt mal glatt überlegen. Big Kita Amisilvens Geheimlabor, nee, und davor hatten wir eine Schlüsselkarte gefunden und davor hatten wir jede Menge Geheimnisse gefunden, wo wir den zum Hackerclub geschickt haben und davor haben wir mit ein paar Leute geredet und davor sind wir auf diese seltsame Stadt gestoßen und davor hat Kitami ein Buch gelesen. Mann, so kann's gehen. So, dann würde ich mal sagen, bis dahin kommt sie ja schon. Können wir mal bis hier hingehen? Beziehungsweise, nee, die Tür ist jetzt zu. Okay, dann muss ich erstmal die Schlüsselkarte verwenden. Ja, komm mal her. Ja, die Computer sind hier definitiv kaputt. Und überall sind jetzt schon die Sporen hier. So. Ist beschämt, warum? Unbehagliche Begegnung. Okay. Hier scannen. Schauen wir mal. Sie scheint leicht benebelt zu sein. Hast du den Scan hinbekommen oder? Okay. Hey. Ich glaube, das ist ihr nicht so ganz gut bekommen. Jetzt ist sie besessen. Diese Sporen sind zu giftig, um sie ungeschützt zu durchqueren. Stelle Fragen über Sporen in der Stadt, um herauszufinden, wie du dich schützen kannst. Ja, wie hält denn das lange das jetzt an? 21 Minuten. Die Mutter ruft, ich muss antworten. 7548431. Sehr merkwürdig. Gut, wir müssen irgendwie rausfinden, dass wir sie hier irgendwie schützen können. Das kann man nicht einfach so scannen. Gott, sieht das aus, der Gesichtsausdruck. Oh Gott, warum? Ey. Oh Gott. Es hält keiner aus. Ja, läuft, wa? So, kriegen wir wieder Normalzustand hin. Ja, sehr schön. Okay, Normalzustand initialisiert. Sehr schön. Gut, dann müssen wir wieder in die Stadt. In die Stadt. Da gehen wir nochmal in die Bibliothek. In der Hoffnung, dass wir da nochmal Hinweise finden. Es wird langsam hier jetzt ein Click-and-Point-Adventure. Fühle ich mich gerade so ein bisschen, ne? Diese typische Click-and-Point-Geschichten, hä? Okay, so, wir sind hier angekommen. Hier hätten wir auch nochmal so eine komische Pflanze, hä? Wir können ja auch mal, ihr wisst schon, Analysezwecke, Ableger nehmen. Wir werden ja so mal ein bisschen testen. Aha. Okay, haben wir gemacht. Ja. So, okay. Wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendjemanden finden, der ein bisschen mehr Kenntnis hat. Wie sieht's denn da mit der wissenschaftlichen Person aus? So, mal gucken. Fragen wir mal
So, so. Ja, ja, so, so. Es ist der Kevin. Kevin Peters. Hallo, Kevin. Sibawam. Glarga Fenosa. So, kriegen wir was raus. Haben wir Informationen. Wird spannend. Nibarf. Sensibi Kinaku Swarspa. Nerv mich. Das will er, dass ich da mitkomme. So, was haben wir denn los? Ich habe die Materialien, um ein Sporenfilter herzustellen, aber ich konnte noch nicht genügend Sporenhaufen analysieren. Verbinde das chemische Analysegerät im Geheimlabor, um Infektionsdaten zusammen. Bringe sie mir, damit ich ein Sporenfilter herstellen kann. Wo soll ich denn dann bitte scannen? Wenn ich da umkippe, Leute, wollt ihr mich verarschen? Oder muss ich woanders scannen? Da kann ich nicht scannen. Da geht auch nicht, wa? Das ist jetzt aber eine gute Frage. Wo ist jetzt der andere Typ hin? Der andere Wissenschaftler. Ist das der hier? Ja, der ist es. Mehr Auswahl. Hast du da noch was anderes? Nee. Es ist jetzt aber schwierig. Das muss ich echt überlegen. Wir können ja mal zu den Flugzeugtypen hin. Vielleicht hat der noch was. So, einmal dahin. Danke. Flugzeugtyp. So. Schauen wir mal. Dip, 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 dip. So, das ist die gute alte Penelope. Haben wir denn hier noch was scannen können oder so? Was ist denn da? Verhöhnenpflege, bla, sowieso, nee. Oder ich muss das Scangerät selber verwenden? Kann ja auch sein, ne? Das war der, wa? Bereich scannen. Okay. Hätte man auch drauf kommen können. Scan läuft. Bitte warten. Ja. So. Scanning, scanning, scanning. So, hat's geklappt? Anzahl der Scans bis zum Wiederaufladen. Bizarre Pflanze ansehen. Toll. Aber irgendwie scheint es nicht so geklappt zu haben. Ne? Können ja mal an die Tür klopfen. Vielleicht kriegen wir da noch was. Ansonsten gehen wir noch mal ins Labor und scannen auch noch mal so, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Weil da ist eine etwas höhere Konzentration. Oh, klopf, klopf. Hallo, komm mal rein, danke sehr. Wo ist denn der Typ? Da ist er. Kannst du nochmal über Stranger Will reden? Was hast du sonst noch für Möglichkeiten? Mehr Auswahl? Mehr, mehr, mehr. Freundlich? No, 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 no. No, 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 no. Ne, mehr hat er aber irgendwie nicht. Ja. Aber ich muss mal sagen, die Idee mit dem Bunker hier und dem Flugzeug ist eine saugeile Sache, wa? Die hat direkterweise was. Ja. Mehr erfahre ich wohl nicht von ihnen. Gut, okay, dann geht's nochmal zum Labor zurück. Labor, Labor. Da haben wir Labor. Go, einmal Labor. Laborieren wir mal. Oh Gott. Ah, der Spruch ist die Härte. Huge. So, da haben wir das Labor. Dann gehen wir mal hier in, zum Labor hin, damit wir ein bisschen schneller sind. Teleportieren wir mal. Habt ihr gesehen? Ich hätte hier eine Scan-Funktion gerade gehabt. Hier scannen. Leute, da kann ich direkterweise scannen. Okay, dann machen wir das mal.
Da könnte direkterweise was werden. Wo ist denn der schöne Scanner? Wenn man den sucht und nicht findet, hä? So, gucken wir mal, ob wir irgendwelche Daten bekommen. Wenn ich hier schon ein Hier-Scannen bekomme, ne? Da liegt auch so Zeug auf dem Boden. Seht ihr das? Das Zeug resoniert. Okay, das ist schon mal cool. Oh, da kommen immer mehr anscheinend, oder was? Noch einer. Alter Vater, hier kommen richtig viel Zeug zusammen. Okay. Inventar platzieren, Inventar platzieren, Inventar platzieren, Inventar platzieren. Ah ja, okay, ich verstehe es. So, okay, dann werden wir hier mal die Schlüsselkarte verwenden. Dann gehen wir da nochmal runter. Interessant ist, dass sie so selbstständig da runter geht. Erst hustet sie, dann geht sie runter. Das finde ich ein bisschen... Halt, da ist doch noch was. Inventar platzieren. Ist da noch einer? Nö, wa? Nee, ist... So, dann geht's da nochmal runter. So. Dann hat sie ja schon ein paar Scans. Das ist super. Es sammelt sich so zusammen. Okay. Gut, dann geht's runter. Können wir mal hier unten scannen? Oder wir teleportieren uns darüber hin und scannen dort. Oder wir teleportieren uns dahin. Da ist auch richtig viel Action. Hier sieht es fast sauber aus. Aber hier flimmert es wie Sau. Hier hin teleportieren. Das ist geil. Sie kann sich ja teleportieren. Das ist so der Hammer. Es sind so Dinge, die feiere ich. Nur darunter teleportieren können wir uns nicht. Weil, ihr wisst ja, dann bleibe ich unsichtbar. Beziehungsweise, ich glaube, ich bin schon unsichtbar. Ja, da können wir es also wohl nicht machen. Hm, okay, das ist blöd. Okay, pass auf, wir teleportieren uns mal ganz raus. Vielleicht finde ich ja hier direkt neben der Pflanze noch eine Möglichkeit. Teleportieren wir uns mal dahin. Und dann gucken wir mal. Komm mal hinne. Boah, das kann echt manchmal... Da ist er. So, passt auf. Und wir scannen dann morgen an dieser Stelle. Weil sonst bin ich wieder gnadenlos beim Überziehen. Ich habe sowieso schon ein paar Mal überzogen. Deshalb euch in dem Sinne erstmal einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund und ciao, ciao.